einen Tag vor den Profis in Liga 2 Saisonstart für die U23 von Hertha BSC. Stefan Schmidt, neuer Hertha-Coach, trainierte zuvor die U17, trifft auf Miroslav Jagatic und Chemie Leipzig vor 1786 Zuschauern im Stadion auf dem Wurfplatz. Die Leutscher Platz 7 in der letzten Saison mit 7 Abgängen und neuem Trikotsponsor Kirschstein wird hier bedient von Jepel. Erste gute Chance der Gäste nach 10 Minuten. Bei Hertha endete im Sommer eine Ära, die Ära Čović. 10 Jahre mit kurzer Unterbrechung trainierte er die Bubis. Mit Stefan Schmidt folgt ein gebürtiger Berliner. Mesut Kesik mit dem Auge für Gustav Christensen, Neuzugang aus Dänemark, geholt für die zweite Liga und das nicht ohne Grund. Wie er hier eindrucksvoll unter Beweis stellt, zieht direkt ab und stellt auf 1:0. 18 Jahre alt, von der U19 mit Schillerns gekommen. 250.000 Euro zahlte Hertha als Ausbildungsentschädigung. Und die sollten sich gelohnt haben. Trifft direkt zum Debüt und lässt Bellot alt aussehen. Die Blau-Weißen dominant vor traumhafter Kulisse und mit einigen Stars. Preveljak geholt für die erste Mannschaft. Von Beginn an Eitschberger, Gechter und Kesik auch eine Option. Jindawi bedient hier Preveljak. Als echter Neuner geholt für die erste, stürmte einst im Windschatten Haalands bei Red Bull Salzburg. Hier schießt er sich warm gegen Chemie Leipzig. Große Aktien hat hier Nader Jindawi. Um ein Jahr verlängert, trägt jetzt die Rückennummer 17 anstatt der 37. Chemie Leipzig wirkt überfordert. Hertha mit bestem Aufgebot und brachialer Spielstärke. Rölke auf Preveljak. 2-Jahres-Vertrag. Bosniak kam ablösefrei von Eupen aus Belgien. Auf Nader Jindawi. Auffällig auf der rechten Außenbahn. Scheint wieder topfit und gesetzt unter Stefan Schmidt. 2:0 Halbzeitführung, überzeugender Spielstil unter den Blicken von Hertha-Legende Ante Čović. Der trainiert jetzt die U16 und auch Greifswald-Coach Lars Fuchs ist vor Ort. Im zweiten Durchgang investiert Chemie mehr, Hertha aber weiterhin dominant. Kesik mit vollem Körpereinsatz gegen Haran. Čović bedient Christensen. Horschig als letzter Retter in der Not. Starke Parade von Bellop. Christensen verpasst den Doppelpack. Die Gäste aus Leipzig, Leutsch, bekommen jetzt mehr Zugriff auf das Spiel. Kirschstein, auffälligster Offensivakteur der Gäste, wird nicht angegriffen und probiert es aus der Distanz. Gefährlichste Aktion der BSG in Minute 69. 5 Minuten später Einwurf Wendt. Buri mit der Bogenlampe. Harand, Brückmann, Dennis, Jepel und Florian Kirschstein. Größte Möglichkeit der Gäste, trotzdem steht es weiterhin 0:2. Zum Haare raufen für die BSG. 500 mitgereiste Leutscher sehen, wie Kirschstein diese Chance vergibt. Im direkten Gegenzug Hertha mit aller spielerischen Klasse. Rölke behauptet sich im Mittelfeld. Feines Auge auf Nader Jindawi. Gegen Wendt. Jindawi bedient Ruven Wertmüller. Kurz zuvor eingewechselt nach langer Verletzungspause. Jindawi mit zweiter Torvorlage und Wertmüller mit dem 3:0. Hertha eiskalt vor dem Tor. In der 75. Minute die Entscheidung. Hertha BSC gewinnt mit 3:0 und Stefan Schmidt gewinnt sein erstes Spiel als Trainer von der U23. Ja.
Wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute gewonnen haben und insbesondere auch am ersten Spieltag hat man auch gespürt, sagen wir mal, in einzelnen Phasen, dass beide Mannschaften noch ein bisschen ihren Weg finden müssen. Wir haben ihn besser gefunden heute und deswegen haben wir auch verdient gewonnen. Was hat Ihnen heute besonders gut gefallen? Erstmal die Bereitschaft, das war extrem wichtig. Wir wussten, sagen wir mal so, dass Chimie ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist, der auch sehr, sehr viele Stärken hat. So, wir haben uns dagegen gewehrt, haben das angenommen, sagen wir mal so, was in dieser Liga wichtig ist. Und darüber hinaus haben wir sehr, sehr guten Fußball gespielt. Wie kam der Wechsel Hertha intern, dass Sie jetzt Cheftrainer sind, der U23 zustande? Ja, wir haben uns zusammengesetzt, sagen wir mal, und einfach eine neue Lösung gefunden. Wir wissen, sagen wir mal, so auch in der Vergangenheit, dass ich schon andere Mannschaften trainiert habe. So, der Verein hat genau dieses Profil gesucht, so, und mit mir gefunden und ich bin froh, da ein Teil davon zu sein. Trotzdem ist die Enttäuschung jetzt natürlich zum Start jetzt groß, aber da müssen wir jetzt durch. Wir wissen, dass es eben eine schwierige Saison wird. Wir werden hier nicht rumheulen, aber gehört auch zum Fußball dazu und wird eine schwierige Aufgabe, wird ja dadurch nicht leichter, aber wir wissen, was wir können. Und beeindruckende Vorstellung der Hertha-Bubis mit ein wenig Hilfe der Profis. Durch die Verlegung des BRK-Spiels spielt Hertha erst wieder in 2 Wochen gegen den Drittliga-Absteiger, den FSV Zwickau.